Jesus erklärt: Meine Sehnsucht nach eurer Gesellschaft, eure Heiligkeit und Gebete verhindern Tragödien. 10. Oktober 2016. Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus begann: Ihr habt um Barmherzigkeit gebeten und Barmherzigkeit kommt. Lasst euch nicht von Gerüchten über Kriege beunruhigen. Diese Dinge müssen im Ablauf der im letzten Kapitel inszenierten Ereignisse auftreten, um in die eigentliche Trübsal einzutreten. Lasst euch nicht beunruhigen, habt keine Angst, sondern haltet euch an meiner Gnade fest, indem ihr euch an meinem Gewand und meinen Verheißungen zu eurer Absicherung festhaltet. Viele sind gerufen, wenige sind erwählt und noch weniger reagieren. Jene unter euch, die meiner Bitte um persönliche Heiligkeit nachkommen, werden für immer in Herrlichkeit erstrahlen, weil ihr das Gewand der Aufopferung und der Rechtschaffenheit allen anderen fleischlichen Vergnügungen vorgezogen habt. Für jene von euch, die zurückbleiben: Ich liebe euch und ich bin auch mit euch und schätze alles, was ihr in meinem Namen tut. Auch ihr habt einen Lohn im Himmel. Keine meiner Treuen werden ausgeschlossen, auch jene nicht, die sich entschieden haben, nicht den Berg mit mir zu besteigen. Ihr gehört immer noch mir und ich hege und pflege euch. Ich werde euch auf keinen Fall dem Feind überlassen. Ihr seid trotzdem mein kostbares Eigentum. Der Klang der Kriegstrommeln hat die Ohren vieler Menschen erreicht. Doch habe ich nicht gesagt, dass ich das Schlimmste auf den Sommer 2019 verschiebe, wenn ich den Zustand meiner Leute und der Welt aufs Neue beurteilen werde? Bis dahin rufe ich euch auf, Opfer zu bringen und zu fasten, als Hochzeitsgeschenke für mich. Ja, ich rufe immer noch dazu auf. Ihr habt keine Ahnung, wie viel Gutes ihr tut, indem ihr mir diese Opfer darbringt. Es ist vor euch verborgen, aber vertraut mir, es gibt große Belohnungen für euch, die ihr diesen schwierigeren Weg aus Liebe zu mir gewählt habt. Eure Liebe leuchtet wie das Firmament der Sterne, nicht im Weltraum, sondern auf der Erde. Ja, unter den Menschen auf der Erde seid ihr wunderschön, während ihr im Glanz der Heiligkeit voranschreitet. Dies ist jedoch vor euch verborgen. Claire, du hast nach den Ereignissen gefragt, auf die ihr euch alle vorbereitet. Ihr alle bringt jetzt Gebete und Fastenopfer dar für Herr Trump und Präsident Putin. Ihr kommt diesen beiden Männern zu Hilfe und bereitet ihnen den Weg, damit sie meinen Willen erfüllen können. Hört den unheilvollen Vorahnungen nicht zu. Ich will nicht, dass ihr euch darauf konzentriert. Bitte hört euch diese Dinge nicht an. Ich habe euch gesagt, dass Schwierigkeiten kommen, aber ich habe euch nicht gesagt, was, da ich nicht will, dass eure Gedanken dem noch mehr Gewicht geben. Ihr seht, das Gebet verhindert Tragödien. Und wenn ihr euch auf das Gebet konzentriert, werden Tragödien nicht geschehen, weder ganz noch teilweise. Suche immer meine Weisheit, Claire, immer, bevor du eine Verpflichtung eingehst, damit der Feind dich nicht mit etwas entmutigt, was du nicht bieten kannst. Obwohl meine Liebe dich genau dort treffen wird, wo du bist, und ich deine Sehnsucht nach mir verstehe. Dies ist eine Gnade, die sich jetzt wie ein Parfum über euer Land und sogar über die ganze Welt ausbreitet. Ich hülle die Welt in diese Gnade, hungrig zu sein nach mir, eine Sehnsucht,
wie es sich die meisten nie vorstellen konnten. Dies soll euch stärken und auf größere Werke vorbereiten. Werke, die einer größeren Liebe zu mir, einem größeren Vertrauen in mich und einem größeren Glauben an mich entspringen. Das Porträt wurde für eine solche Zeit wie diese gegeben, meine Liebe. Ich möchte, dass meine Leute die Liebe und Sehnsucht in meinem Herzen sehen, dass sie sie erwidern, aus Sorge um meine zärtlichen Gefühle für sie. Oh, so viele haben noch keine Ahnung, wie ich auf einen Blick in meine Richtung warte. Sogar Christen sind sich meiner Verletzlichkeit nicht bewusst. Wie tief und schmerzhaft meine Liebe zu ihnen ist. Ich habe dir eine Träne gegeben. Bitte nutze sie für diese Nachricht. Ich möchte, dass sie wissen, dass ich mich nach ihrer Gesellschaft sehne. Wie ein Vater, der von seinen kleinen Söhnen getrennt ist, so sehne ich mich nach euch. Eine kurze Erklärung zur Träne, von der der Herr hier spricht. Es tropfte etwas Wasser auf das Gemälde, direkt unter sein Auge, und es war ganz eindeutig eine Träne. Und das ist das Bild, das er für diese Botschaft nutzen wollte. Es handelte sich also nicht um eine übernatürliche Träne. Es war ein natürlicher Wassertropfen, aber er landete auf übernatürliche Weise direkt unter seinem Auge. Meine Bräute, ihr versteht es, ihr seid mit mir zusammen gewesen. Ihr kennt den nagenden Trennungsschmerz, den ich fühle. Aber dies ist eine neue Zeit mit neuen Sehnsüchten, die zu einer größeren Vertrautheit und zu größerem Glauben führen werden. Ihr werdet mein Herz für jene fühlen, die leiden, und Gebete von meinem Heiligen Geist werden aus eurem Innern aufwallen, während ihr Bitten für sie vor mich bringt. Mein Rat und meine Botschaft an euch alle ist also, noch einmal das Seil der Gnade zu ergreifen, das euch näher zu mir bringt. Nehmt euch mehr Zeit für mich, reine, heilige und vertraute Zeit abseits des Trubels der Welt. Benutzt sanfte Gebetsmusik und verkriecht euch mit mir und lasst zu, dass unsere Herzen in Liebe vereint sind. Lauf nicht vor euren tieferen Gefühlen für mich davon. Ich werde eure Tränen in meiner Kristallvase auffangen, wo auch die anderen Tränen eures Lebens aufbewahrt sind. Ich werde jene Tränen für die Leidenden nutzen, besonders für jene, die mich nicht kennen und sich nie vorstellen konnten, eine reine, liebende Beziehung zu mir zu haben. Jede Träne, die ihr für mich und die Leidenden vergießt, jede Träne ist das Produkt tiefer Gnaden, die euch gewährt wurden und trägt daher heilende Eigenschaften im Geiste mit sich. Wenn ihr mit der Gabe der Tränen weint, schätze ich jeden einzelnen Tropfen und ich weiß genau, wo ich ihn anwenden werde. Einige von euch warten immer noch darauf, dass ihre Kinder zur Vernunft kommen. Es gibt Tränen, die ich auf ihre Herzen auftrage, um sie zu erweichen, damit sie die Gnade der Verwandlung empfangen. Nichts wird vergeudet, meine Schätze, nichts wird vergeudet.